Okay. Also, ich weiß jetzt nicht genau, was die, wieso die den da Gift reinmischen wollen. Denn die brauchen ja noch was. Bin ich jetzt wieder so dumm und laufe falsch rum? Mal gucken. Evelyn, ja. Natürlich. Also, wir laufen wieder zurück. Und dann irgendwann mal gucken, was da anläuft. Du hast mich nicht gesehen. Super schön. Du hast nicht das Geringste gesehen. Komm, wie kommen wir jetzt hier raus? Da entlang. Oh, da hat jemand eine Statue hingestellt. Wahrscheinlich noch von den Ureinwohnern sozusagen. Bin ich jetzt wieder dumm und falsch gelaufen? Boah. Also. Ja. Natürlich, ich laufe immer falsch. Hier muss ich rein. Ich finde es eigentlich sehr reizvoll. Aber nee. So, und weiter geht's. Scheinbar müssen wir jetzt wieder nach Hause. Nachdem Evelyn die von ihrer Mutter zurückgelassenen Hinweise entschlüsselt haben, erreicht sie den Eingang des Xenot, wo ihre Schatzsuche beginnt. Gerne machen wir das. Und hier vorne müsste irgendwo ein Maya-Ding sein. Nee. Nee. Oh, das ist genau unter uns. Wahrscheinlich ist es genau unter uns. Laufen wir mal ein bisschen. Boah. Was ist eigentlich mit mir los? Karte nicht verfügbar. Gut. Oder nicht gut. Ach. Ja, okay, wir gehen immer weiter runter. Also wir müssen den schönen, sehr ausgeklügelten Pfad. Bin ich? Wir müssen
Nach da vorne, da kann ich nicht runterspringen. Hier auch nicht. Hier kann ich auch nicht runterspringen. Hier laufen wir wieder nach oben. Können wir da oben darüber springen? So, das wird eine. Das werde ich wahrscheinlich als ziemlich lange Folge dann mal schneiden, weil hier eigentlich gar nichts passiert. Außer, dass ich durch die Gegend renne. Ah! Oder eben runterkomme. Ohne zu wissen, wie genau. Natürlich. Ah, du bist zu tapfer. Komm. Okay. Wenn jetzt ein Erdbeben kommt, möchte ich nicht darunter sitzen. Das ist schon irgendwie richtig geil gemacht. Aber ich möchte auch nicht sehen, wie die hier aufgespießt wird. Okay, man muss aber hier runterspringen. Gut. Und ich bin mal wieder tot. Durch die Höhlen navigieren. Natürlich machen wir das. So. Mussten hier entlang. Hier drüber springen. Hier runterfallen und hier gegen springen. Ah, guck mal, hier an der Seite kann man auch runter. Ja. So, aber die haben jetzt seit wie vielen Jahren? Haben die sich gegenseitig nicht gesehen? Fallen lassen. Es waren ja etwa. Wie alt ist die jetzt? Es waren bestimmt 10, 15 Jahre, wenn nicht gar mehr, dass sie die nicht gesehen haben. Und die Mutter hinterlässt dir jetzt noch Sachen in einem Lager. Ja. Ich will jetzt die Geschichte nicht kaputt machen. Habe ich wahrscheinlich längst schon. Oh. Ach so. Natürlich kann man ja auch tauchen.
Und weiter geht's. Es ist so ein typisches Level wie... Oh... Mein Gott. LS... Linker Analogstick... A und RT. Okay. Wie komme ich jetzt da rum? So. Ah, weiterlaufen, weiterlaufen. Wir möchten noch ankommen. So, man muss es einfach nur nach vorne bewegen. Okay. Es sieht aus. Wie diese. Oh, keine Ahnung. Genau! Hier, wie im Brotherhood und so weiter. In die Computer. Diese Artefakte und so weiter. Ja. Tauchen. Komm, tauch wieder auf. Wo geht's jetzt entlang? Puh. Hier weiter. Nein. So, wo können wir hoch? Nein. 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 Ah, natürlich. Nein. Wie kann man nur so nubisch sein? Ich wette, wenn ihr das spielt, braucht ihr nur die Lag Hälfte der Zeit für die, die ich brauche, um das Spiel zu spielen. Und ich wette, ihr könnt dann sogar noch die restlichen Artefakte und so weiter sammeln in der Zeit.